Damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Guten Tag. Na? Na? Alles gut? Ja, und selber? Ja, auch. Schön. Die Mütze. Stimmt, das muss ich auch mitnehmen. Oh Mann. Aber ich habe die seitdem nicht mehr gebraucht. Ich auch nicht. Ja, wozu braucht man die? Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Was wird genau so kommen, dass wenn wir sie brauchen? Nicht dabei haben. Genau. Jetzt sag mir ein Ding, warum wir die dabei haben müssen. Ich weiß also, es wo nicht. Wo wir die brauchen. Keine Ahnung, Mann. Nein, die Mission ist gescheitert. Du hast deine Mütze nicht dabei. Dann sollen die Prüfung Pentax, sich rein durch. Sie hatten ihre Mütze nicht einmal auf. Sie hatten ihre Mütze nicht auf. Fährt eine Streife den Hafen an, den U. Soll ich noch einen Handschuh mit von dem Kumpel da vorne? Handschuh? Da ist ein weißer Jugler vorstehend. Ja, verstanden. Als mal Drogen anfassen musst oder so. Oh, hat der welche oder was? So wie ich vorher. Ja, wir hatten welche. Eine Person hat telefoniert. Der Pfarrer winkt. Von wem denn? Wie hieß der? Keine Ahnung. Campbell hieß der, glaube ich. Wo kriegt man die überhaupt her, die Handschuhe? Ich dachte, der hat die. Ne, der hat schon einen Alkoholtester. Taktisches Licht. Vielleicht ist er einfach gerade leer. Könnte sein, ja. Ich weiß nicht. Ne, der hat keine mehr, glaube ich. Okay, na gut. Naja. Dann wohl nicht. Nee, dann müssen wir wohl ohne auskommen. Ja gut, dann dürfen wir keine Drogen anfassen. Nee. Nur Drogen nehmen. Ja, hast du recht. Nimm nur die Menge Drogen mit, die du auch verzehren kannst, das hat mein Vater immer gesagt. Stimmt, das hast du erwischt. Dein Vater wusste, wie es geht. Ja, ja, in Mexiko war anderes Pflaster. Ja, das glaube ich. Das so, lass mal an. Oha, was ist denn hier los? Oh. Oh mein Gott. Hallo, guten Tag. Hallo. Lass mal hier rangehen und sag mal, hast du schon irgendwas erledigt? Irgendwas erlebt oder so? Ich, wie gesagt, nur das mit den Drogen vorher, heute Mittag. Hast du deine Akte oder? Ja. Yeah. Die 3482, wenn du mal reingucken willst. 3482. Besitz von Betäubungsmitteln in großer Menge. Sehr große Menge. Oh, 3.500 Strafe. Ja, ja, es waren noch 400. Personen, aber haben wir haben 400? Ja, an demjenigen, der gerade funkt, man kann. Paragraph 2 Betäubungsmittel. Anstalt 350, es waren 53 Knospen. Ich dürfte denjenigen nicht verstehen, ich verstehe deine Zeit. Strafmaß von 10. Strafmaß bis 30. Macht eine Summe von 3.500 bis 10.500 Maximalstrafe. Da sind sie aber gut davon gekommen mit 3,5, ja? Ja, Mindestmaß halt, ne? Ja, oh, wie viel oh mein Gott, wie viele Streifen sind denn aktiv? So viele gleich? Ui, ja, das sind einige. Uiuiui. Ich zieh dich mal in den Innendienst. Okay, mach das. Dass du auch mal da bist, auf jeden Fall. So. Also ich hab, pass auf, ich hab, Hast du auch schon vor? Ja, ja, ja gut, das ist aber eigentlich uninteressant. Wir könnten mal die Dings lesen hier. Code of Conduct. Okay. Stimmt, den sollten wir ja eh lesen. Ach du Scheiße, das ist aber ganz schön. Das ist ganz schön viel, ja. LS65 Code 4. Boah. Also eigentlich sollten wir das Ding jetzt mal durchlesen, ne? Boah, ist echt viel, Mann, ja. Oh
Okay, fang an. Punkt 1. Okay, Punkt 1. Allgemein, jeder Beamte des San Andreas Police Department hat die Pflicht, wir? Ja, Gefahren abzuwehren, Störungen der öffentlichen Sicherheit einzusenden und die öffentliche Grundordnung aufrechtzuerhalten. Okay. So. 1.2. Alle Beamten. Ja, machen wir immer abwechselnd. Ja, okay. Aber alle Beamten sind Vorbilder in ihrem Handeln und sind dazu verpflichtet, zu jederzeit die Interessen des Staates San Andreas zu vertreten und treten. Okay. Die Beamten des SAPD haben die Dienstpflichten, welche sie bei Einstellung zugestimmt haben, stets zu erfüllen. Aha. Ein professionelles Miteinander ist verpflichtet. Ha! Okay. Mhm. Die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Dienstanweisungen ist für jeden Beamten im und außerhalb des Dienstes verpflichtend. Okay. Verlassen. Okay. Das SAPD besteht aus dem Los Santos Police Department, Metropolitan, Blaine County Sheriff's Office sowie der Stabsstelle US Marshal. Das State Police Department der Zuständigkeit des San Andreas Police Department. Also allen. Ja, ja. Alle Officer müssen in einem Department sein, weitergehend stehen in frei, sich in einer Division zu beteiligen. Mhm. Also du könntest jetzt nach deiner Trainingzeit also einfach nach Plain County da hoch. Könnte wieder Sheriff's Office sein, ja. Genau, ja. Da zieht's mich auch eigentlich eher hin. Echt jetzt? Ja. Okay. Okay, alle Officer des LSPD und der Metro sind verpflichtet, im alten Department ihren Dienst anzutreten. Alle Officer des BCSO sind verpflichtet, im Blaine County die LS 92, ich kann direkt einmal den BCSO angestellt bist, das so negativ, wir sind gerade unterwegs, haben halt auch einen Kollegen einzusammeln. Das die Probleme wahrscheinlich. Alle Beamten. Ja, check, das können Sie danach machen, wenn Sie zumindest. Alle Beamte sind bei Diensthandlung und dazu vor. Ich mach mal den Funk kurz aus. Nee, haben wir nicht. Hier ist auch gar nicht. Bei 80 ist Dauer auf Code 4. Ich muss mal gucken, wie Geld hier. Was ich mitbekommen habe, ist, wenn die letzten zwei Zahlen zum Beispiel 2,5 sind. Nee, also mal angenommen, du hast vier, du hast ja immer vier Ziffern. Ja. Und jetzt gibt es ein Fahrzeug, das hat 2341. Mhm. Und da gibt es ein Fahrzeug, das hat 1841. Mhm. Das gibt's. Dass die zwei Nummern hinten gleich sind. Das gibt's. Ja, dann muss man im Prinzip einfach die letzten drei sagen. Einfach eine dazu. Mhm. So, ausgenommen ist die Kennung des Air Support Unit und des US Marshal Service. Ah, MS Marshal Service. Ach so. Ah, ja, Marshal Service habe ich ja gedacht, aber das US war dann in dem Fall doch einfach nur United States Marshal Service. Also nicht Uschi und Muschi, sondern United States Marshal Service. Okay. Genau, ah, richtig. Okay. Super, für den Streifen, die CSA Schabde, sind grundsätzlich nur die Marktfahrzeuge zu nutzen. Die Fahrzeuge, was steht jedem Offiner, steht jedem Offiner, steht jedem Officer, die Officer sein, halt die Fresse, Officer seines Departments frei. Okay. Das fliegende Helikopter ist nur ausgebildeten Mitgliedern der Air Support Unit gestattet. Ach, mach mal weiter. Mach du mal zu Ende jetzt hier. Ja, alle Dienstfahrzeuge sind in einen diensttauglichen und sorgfältigen Zustand zu halten. Entsprechende Mängel sind unmittelbar durch Beamte zu beheben. Nach Nutzung müssen die Fahrzeuge vollgetankt werden. Jegliche im Streifendienst verbrauchte Dienstmittel müssen selbstverständlich durch die Officer aufgefüllt werden. Schön. Beim Streifendienst zu Fuß ist der Streifenwagen grundsätzlich im Sichtbereich zu halten. Ah, okay, dass den keiner klaut oder so. Aussagen von Beschuldigten oder Zeugen werden in einem Gebäude des SAPD und oder am Ort des Geschehens. Hä, aber das heißt, wenn ich jetzt in der Grove Street bin, ja, in der Sackgasse, und die steigen aus und rennen weg, dann renne ich nur so weit weg, bis ich mein Auto nicht mehr sehe, oder was? Nein, also wenn du zu Fuß unterwegs bist, läufst du also... Ja, ich steige dann aus und laufe den hinterher, weil die abhauen zu Fuß. Mhm. Durch die Hintergärten. Und dann laufe ich nur so weit hinterher, bis ich mein Auto nicht mehr sehe, oder was? Weil ich ja das Auto im Sichtbereich halten muss. Ja, wie bekloppt ist denn das? Ja, so steht's ja. Ja, ich meine, Leute könnten das ja klauen, ja. Wieso? Es ist doch abgeschlossen. Ja, wenn sie es aufknacken. Ja, das können sie auch, wenn es hier auf dem Parkplatz steht. Ja, das stimmt. Naja, gut. Super. Ja, passt. Dienstmittel ist das nächste. So, alle Officer des SAPTs bekommen eine Uniform zugeschnitten auf ihr Department ausgehändigt. Dazu bekommen sie eine Winterjacke. Na, Winterjacke. Ah, eine Winterjacke. Zwei Trainings. Ah, super, haben wir auch bekommen, ja, toll. Zwei Trainingsshirts haben wir, toll. Ein Fahrradhelm haben wir. Mhm. Ein Ohrstück für das Funkgerät, ah, super. Haben wir auch. Und ein Windbreaker, na klar. Ja, klar, den habe ich auch, ja, logisch. Was ist denn ein Windbreaker? Ich weiß es nicht. Ach so, alle Officer, wir sind keine Officer.
Ah ja, stimmt. Beamte müssen im Streifendienst eine Uniform des SFBD tragen. Diese kann nach Department, Wetter und eigenem Ermessen variieren. Ah, also wenn es pisst, darf ich meine Mütze aufziehen, oder was? Genau. In besonderen Einsatzsituationen kann es erforderlich sein, eine zivile Uniform zu tragen. Hierbei muss es jedoch stets die Dienstmarke mit sich geführt werden. Aha. Mhm. Na? Okay, neben der Uniform bekommen die Officer zusätzliche Einsatzmittel ausgehändigt. Folgende Einsatzmittel gehören zur Standardausrüstung: eine Handfeuerwaffe, 50 Schuss, Kaliber 9mm, eine Elektroimpulswaffe, zwei Paar Handfesseln, Signalfackeln, ein Schlagstock, Einsatzhandschuhe, sehr gut, dass wir die gekriegt haben, Gummihandschuhe und eine Taschenlampe. Ja, was sollen wir noch alles mitnehmen? Also. Ja, echt so. So, weiter. Achso. Ja. Jeder Officer hat nur einmal die Berechtigung, sich eine Handfeuerwaffe und ein Elektroimpulsgerät ausgeben zu lassen. Soll einer der beiden Dienstmittel verloren gehen, muss bei einem Chief oder Commander nach Ersatz gefragt werden. Okay. Ja, das sind alle eingetragen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Officer hier auf einmal eine Waffe mit rausschmuggelt und das irgendeinem Typen gibt. Dann ist der Officer dran. Ja. Sportliche Aktivitäten im Dienst ist die dafür vorgesehenen Kleidung zu tragen. Trainingsshirt, Einsatzhose und Einsatzstiefel. Ich habe kein Trainingsshirt. Ich auch nicht. Ich habe vorher trotzdem trainiert. Sonstige Regelungen. Jeder Punkt aus dem Code of Conduct kann durch den Chief of Police und den Assistant Chief geändert werden. Die Änderungen werden über einen Inspektor Zeitpunkt kommuniziert. Ein Strang von Tattoos ist im Dienst des SAPDs grundsätzlich erlaubt. Tattoos auf folgenden Körperstellen sind jedoch untersagt: Handfläche, Hand, Rücken, Finger, Hals, Gesicht, Kopf. Ein Strang von Piercings. Was sind die Piercings? Piercings, das ist so. Ach, Piercing! Diese Nagel im Kopf. Super, günstige Fingernägel, Ohrringen und Halsketten. Oder Halsketten ist aus Gründen der eigenen Sicherheit zu untersagt, du Figo. Okay, das war der Code of Conduct, den sollten wir eigentlich einmal am Tag durchlesen. Ja. Oder zumindest mal kurz überfliegen, dass wir das so ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Genau. Okay, gut. So, dann machen wir Funkgerät an. Du machen musst und dann aber auf Schreiber, ne? Willst du mal durchfunken, dass zwei Trainees hier wären schon? Haben nicht gesehen, dass einer dieser Personen aus dem Laden gekommen ist. Schon Abholung? Achso, ja, wäre vielleicht besser, ist ein bisschen viel los, oder? Ist schon auf Geheimnissen unterwegs. Schee! Da fragt man nach, ich hol mir, ich zieh mir mal ein Wasser. Ja, mach das. Ich genug Platz hätte fürs Wasser. Oh, Entschuldigung. Ich starte deine Verfolgung mit einem kleinen Sportwagen. Perfekt, du bist Leitstelle jetzt. Wir sind gerade ich bin Leitstelle, ich bin Trainee. Ich kann das nicht. Doch, kannst du. Ja, learning by doing, Mann. Richtig, learning by doing. Ja, das wird super. Wir sind jetzt auf der Südseite Richtung Osten. Unterwegs am Stadtpark. Komm, fahren an der Ostseite. Also ich wäre übrigens auch noch ready für irgendwas. Ja, das mit ihm klären. Komm, ich habe keine Ahnung, ob da jemand noch auf die zugeht. Die warten geil. Ich fahre sie auf Zeit. Ich mache die. Ja, genau. Super, es ist ja. Ich schließe ab. McGuire, Chester McGuire ist mein Name. McGuire. Wir verfolgen weiter in das Fahrzeug, fahren jetzt nochmal Clelio Tower Richtung hinter mir, Herr White Westen wird, weit. Mein Post und überlegen. Auf der Westseite des Clelio Tower Richtung Norden. Ich bin begeistert, ja. Bitte? Sie ist begeistert. Ja, perfekt. Dann kurze Frage, kannst du mir auch, oder kannst du mir auch irgendwie was sagen? Ja, versuchen wir weiter, wir versuchen ranzukommen. Nee, ich mach Leitstelle, das ist dein Job, wenn Sie das erklären. Ich muss hier weiter Leitstelle machen. Okay, alles klar. Also, ich hatte den Job, das Notruf entgegennehmen. Weiter Richtung Norden. Ja. So, und einteilen. Oder vielleicht macht das egal, keine Ahnung. Aber Sie sagten, Sie sind Leitstelle, Sie? Ich bin auf dem Weinwood Boulevard. Hallo. Bei dem UFO-Gebäude. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bräuchte mal irgendeine Einteilung, wenn irgendwann noch was frei ist. Ja, na klar, kriegen wir hin. Ich bin Trainee, deswegen irgendwelche kompetenten Leute am besten. Wollen Sie jetzt sagen, dass die ausgebildeten Officer nicht kompetent sind? Na, um Himmels Willen, das wollte ich nicht ausdrücken damit. Bitte eine Einheit von uns überholen. Nur einen Moment. Na klar. Ja, wo sagst du jetzt? Und danke. Zusammen vor das Fahrzeug setzen, bitte.
Ja, ich glaube, der fünfte Streifenwagen, der kann abziehen. Das ist ein sehr langsames Fahrzeug. Wir fahren jetzt Richtung Süden. So, wir geben jetzt ein bisschen Gas. Ja, der R1 warten Sie, die Verfolgung mal übernehmen. Ja, das ist kein Stress. Alles Westen, gut. Am Pink Cage vorbei, weiter Richtung West unterwegs. Passieren gleich den Suburban. Cool, und dann direkt alles klar, okay. Weiter Richtung Westen unterwegs. Das ist also sieht so ganz gut aus. Baustelle weiter Richtung Westen. Erreichen gleich das rote Parkhaus. Das erreichen wir jetzt. Eintragen, weißt du, wie das geht, ne? Genau, das mache ich gleich mal. 57 waren wir. Ja, Kreuzung, 3 die rote Fahrzeug gestellt. Da tut man jetzt einfach ein leeres Blatt beschreiben, oder? Genau. Und was dann LS 57 mit dem Leerzeichen dazwischen. Mhm. Dann ziehst du uns beide da rein. Ich wieder gut 4. Und das 57, okay. Das leere Blatt, ich müsste noch ganz links stehen, ich hatte mich noch nirgendwo eingetragen. Okay. Und dann ins Fahrzeugtracking auch einfach LS 57, auch mit Leerzeichen dazwischen einfach. Okay. Und dann kannst du einmal beim Tracking gegenchecken, ob du uns auf der Karte auch siehst, und dann hast du alles korrekt eingegeben. Hendrik Brassmann. Jo, super. Anderweitig zu stoppen, aber es bringt nichts, wenn 5-7 Fahrzeuge hintereinander bei so einem langsamen Fahrzeug. Und dann Tracking-Name setzen. LS 57. Perfekt, hat geklappt. Richtig. Wunderprächtig. Okay, so, Dispatches haben wir gerade keine offen. Das ist ja ein Ding um die Uhrzeit. Ich schreie es nicht. LS 59. Ich halt mal lieber die Schnauze. Meistens bricht dann die Hölle los. Und wenn man sowas sagt. LS 59 ist Code 4. Ja, check. Und wie lange bist du schon hier? Boah. Also hier in Ding, die... seit der Umstrukturierung tatsächlich vom Beginn an. Ach was, okay. Im Polizeidienst generell schon über 10 Jahre. Oha. Ja, die haben ja hier, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du den uralten Artikel noch sehen bei Wiesel News. Die haben ja hier die gesamte Führungsebene von PD und auch einen Haufen Office herausgeschmissen. Weil da riesen Korruptionsfall war. Und ja, das habe ich gelesen am Anfang. Aber ich bin ja auch schon relativ lange da, also, ja. Quasi alle, die irgendwie ein bisschen was zu sagen hatten, die haben sich da mit Kohle vollpumpen lassen von irgendwelchen Industriellen, dass die da alle Augen zudrücken, weißt du? Oh Junge. Und das ist denen da schön um Ohren geflogen. Ja gut, das ist ja abzusehen. Dann haben sie die alle abgesägt, ne? Ja, zu Recht. Ja, dann mussten Rabotti einen Haufen neuer Officer her und Lieutenants und alles Mögliche. Und da habe ich mich dann auf eine freie Stelle einfach mal beworben. Okay. Einfach mal was ganz anderes machen. Es war am Anfang so ein bisschen Kulturschock, aber mittlerweile... Kulturschock? Da kommen wir eigentlich aus Deutschland. Ah, Deutschland? Oh je. Da ist alles so ein bisschen... 1-2 Streifenwagen unterwegs, ja. Wait a minute. Ha, was war? Was hast du gesehen? Was ist denn hier los? Okay, da steht die Sperre. Ich glaube, das ist bekannt, dass der da liegt. Ja, glaube ich auch. Ups. Oh, da hat schon aber gerappelt, ey. Halleluja. Ich hab fast gar nicht gesehen. Super getan. Ja, check den bitte. Ja, ich bin gerade mit dem Computer beschäftigt auf einmal. Den haben sie buchstäblich in die Ecke gestellt. Oder mehr gelegt, wahrscheinlich. Obwohl, das sind seine Jemals und weich gelandet. Ja, scheiße, ey. Das muss einen ganz schönen Knall gegeben haben. Bis man da irgendwie abfliegt. Manche meinen ja, die werden unverwundbar mit Blaulicht. Das muss man ihnen auch erstmal beibringen, dass das nicht so ist. Ja. Was sind wir 57? Wo sind wir denn gerade? Da sind wir gerade. Auf grün gestellt hattest du uns ja, ne? Oder? Auf verfügbar in dem Fall? Ja. Ja, das habe ich gemacht. Wunderbar. Das ist erledigt. Ja, du bist schon länger hier. Also im County, also hier auf der Insel, jetzt 2 Monate knapp. Du hast vorher gemacht? Ja, vorher war ich in Mexiko und da war ich eigentlich bei der Post.
und war mal ein paar Wochen, Monate beim Sicherheitsdienst. Aber mehr Erfahrung habe ich in die Richtung leider nicht. Also wir hatten auch eine Gummipistole, keine echte Waffe. Aber lach nicht. Ja, das war gut. Also es hat oft funktioniert. Von wegen. Die wie echt, oder was? Ja, na klar, die sah schon sau echt aus. Aber. Ja, weiß nicht. Ja, also wenn man dann halt. Ich weiß nicht, kennst du den Kaufhauskopf, den Film? Da lehnt man sich dann so etwas seitlich nach hinten und hat die Hand hinter der Hüfte, dass man nicht ganz sieht, was da ist, aber man droht natürlich an, dass man eine Waffe hat. Ja, klar. Weißt du, so in dem Sinne. Und dann halt natürlich, Achtung, Ma'am oder Sir, ich bin bewaffnet und so. Und dann, ja. Also mir ist das Gott sei Dank nicht passiert, dass es mal nicht geklappt hat. Check. Und hier die ersten Monate, was hast du hier gemacht? Eigentlich nur gegammelt mit meinem Kollegen. Ja, ohne Witz, muss ich ehrlich sagen. Also es war nicht wirklich was los. Wir haben immer mal wieder geguckt, ob es irgendwo was jobmäßig gibt, was anspricht. Aber ach, es war alles echt für den Arsch. Und dann sind wir ein bisschen auf das Drogenproblem aufmerksam geworden, da wo wir gewohnt haben. Im Roy Lowenstein Boulevard. Und da war es dann echt, irgendwann haben wir gesagt, ey komm, jetzt lass mal irgendwie da helfen, dass das... Ja, falls Bedarf da ist. Und dann sind wir da zum Gespräch. Also eigentlich nur wollten wir nur kurz nachfragen, ob Bedarf ist. Und dann hieß es auf einmal, in 5 Minuten ist Vorstellungsgespräch. Ja, das machen die inzwischen spontan tatsächlich. Ja, und ich völlig unvorbereitet und ich stink wie eine Sau, wir haben den ganzen Tag Sport gemacht. Und auch natürlich Schlabberklamotten an und so stand ich dann da, aber hab trotzdem irgendwie überzeugen können, Gott sei Dank. Aber das wissen die ja auch, dass das dann unvorbereitet ist. Ja, klar. Ist ja schon eine Streife. Ja? Hab weggefahren. Ah. Dann fährt Streife 74 und 15 müssen zu BCO. Brassmann, der alte Pirat, beziehungsweise nicht Brassmann, Wassermann bin ja ich. BCSO meine ich. Tenhagen. Ja? Ich meinte ich. Der hat ja gerade gefunkt. Die Herren. Ja, ich telefoniere gerade. Ich will unterfahren ungern telefonieren, wissen Sie? Ja, sie stehen aber echt hinter der Kuppe. Man kann sie von unten überhaupt nicht sehen. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja, ich fahre ein Stück nach vorne. Tut mir leid. Okay. Super, danke. Und sie ein Stück fort. Na toll. Geil, ich habe meine Regenjacke nicht mit. Ja, ich auch nicht. Dafür bin ich wenigstens langärmlich unterwegs. Dann ist ein bisschen mehr nass an Klamotten. Und wir haben immer noch 30 Grad oder so. Also passt schon. Ja, das ist kühler Regen. Ist doch schön. Wir bleiben einfach im Auto und schreien die Shopräuber von drinnen an. Oder wir fahren einfach in den Laden rein. Einfach vor die Tür und warten, bis aufhört zu regnen. Kann man sowieso nicht raus. Ja, genau. Alarm. Ich schau mal nach. Wo ist das? LS59, Code. Das wäre. Ah, wir hatten einmal hier was. 672, Code 5. Was denn? Das wäre einmal ein Dispatch, da fährt noch niemand an. Dann geht durch, dass wir das machen. Ja. LS57 fährt an, Dispatch. Und 2365. So. Oh, das ist aber ein schnelles Auto, Mann. Ja, der hat ganz gut angefährt, aber die Angeschwindigkeit ist ein bisschen mau. Okay. Ja gut, nicht, dass der Akku ruckzuck leer ist. Was für ein komischer Dispatchy. Oh. Da steht ein Fahrzeug. Ah, sollen wir mal reingehen, hä? Wo geht's denn da rein? Ich glaube hier zur Tür, oder? Keine Ahnung. Meinst du nicht? Wollen wir schauen, ob offen ist, oder? Ah, da kommt jemand. Leitstelle von LS60. Aber ich meine Fragen. Ja. Entschuldigung. Wir
Leitstelle von der LS60 kommen. Gerade schon bei. Entschuldigung. Hat irgendwie ein Dispatch gesendet? Hat irgendjemand hier Dispatch gesendet? Nee, ich war nur Pipi machen. Okay. War hier auch außer euch noch irgendjemand? Irgendjemand noch gesehen hier sonst? Ist gesehen, nichts gehört. Ja. Okay, alles klar. Wir haben jetzt hier gerade ein Dispatch bekommen. Aber dann schauen wir mal einfach durch die Gegend stehen. Ja. Hätte sein können, dass ihr was gesehen habt. Dann schönen Abend noch. Dankeschön, ciao. Herr Break. Der Dispatch von Sanf, fahren Sie mal durch das mittlere Parkhaus hinter dem. Ja, genau, schauen wir mal noch dahinter laufen und so. Die schwarze Tür. Da ist der Lüste Alarme drin. Beziehungsweise, natürlich gibt es ihn drin, aber ob die Tür offen ist. Ja, das ist die Frage. Also, sie hat gerade gesagt, sie war nur kurz auf Toilette. Ja. Wer weiß. Manchmal schicken ihre Dispatches, wenn sie irgendwas in den Mülltonnen finden. Aber wir sind alle leer. Ah ja. Okay. Oh, noch Müll. Oh, das ist ein scheiß Wetter jetzt, Mann. Was für Tatort? Mann. Da hinten ist auch gut Platz übrigens. Ja. Ah ja, super. So, okay, dann mach ich den hier mal durch. 2, 3, 6, 5. LS57 wieder Code 4. War's doch, glaube ich. LS35 auch Code 4. Jo. Die 123-61 kann auch, glaube ich. Code 4 ist zu allen Standarten bereit. Die LS57 für die Leitstelle. Ah, okay. Die LS672 für die Leitstelle. Ist ihm zwar keine Böcke. Nee. Nicht, dann die LS-Routine für die Leitstelle. Wenn nicht, sagt sie. Fahren Sie mal bitte einmal das Taxi-Hack-Du an, dort soll momentan ein Überfall stattfinden. Und was soll das stattfinden? Ein Überfall? Ein Überfall, ja. Tankstelle. 38 Volt. Du mich auf die Straße, Bruder. Ja, aber wo denn genau jetzt? LS 9 und gleich brauchen wir noch. Hey, 90. Oh, shit. Ah, ist ja relativ im Norden. Taxi-Hack, du bist hier beim Stadtpark. Stadtpark? Oh, Achtung! Oh, Digga! Was ist mit dir? Ich verstehe nicht gucken, ey. Und nicht hören und überhaupt. Ja. Frage an die Leitstelle, ist damit das HQ im Röhrpark gemeint oder am Stadtpark? Ah. Im Überfall. Gucken wir mal. Am Stadtpark denke ich mal. Perfekt. Wenn du auf den Stein würdest, kannst du mal den Röhrpark haben. Hola. LS6 für die Leitstelle. Ja, die Herr. Der ist 2, 3, 6, 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
Hi. Also vielleicht fragen Sie die beiden Seniors, die hier um die Ecke stehen, die da gerade ganz schnell hingegangen sind, als sie gekommen sind. Mhm. Weil die kenne ich nicht. Aber wir standen die ganze Zeit hier. Wir standen die ganze Zeit hier. Hier ist ruhig. Der ganz normale übliche Wahnsinn. Ben hinterher. Hallo. Ist euch irgendwas Merkwürdiges aufgefallen in den letzten paar Minuten? Vor 2 Minuten sind 3 Kopfwagen hier angefahren, ja. Ja, davor. Ja, die 2 Minuten davor? Der R1 ist ja, in Paleto angekommen. Nee, eigentlich nicht. 3 Fahrzeuge okay. Nicht sind. Müssen... Arbeiten Sie hier oder was machen Sie hier? Nee, nein, ich warte auf den Kollegen. Genau. Okay. Weil der sagt mir, dass euch irgendwas aufgefallen ist, weil bei uns wurde angerufen, dass hier ein Überfall stattfinden soll. Okay, krass. Mhm. Vielleicht war auch jemand langweilig in der Beobachtung euch jetzt oder so. Ich kann es dir nicht sagen, noch. Auch nichts gesehen, irgendwie schwarzes Auto oder so. Nein, Leute, die sich komisch verhalten haben. Also ich hab verständlich was da sagen so. Ja, vielleicht hat er eins angehalten und irgendwie Faxen gemacht oder so. Nee. Also okay. Zumindest seit ich hier bin nicht. Ja, ich habe ja, hier zwei Fahrzeuge werden jetzt von einer Gruppe von Motorrädern verfolgt. 4 Stück an der Zahl. Aber ihr könnt nichts beitragen, habt nichts gesehen. Nein. Und sofort abgefangen von denen. Ja, wunderbar. Na gut, alles klar. Dann noch einen schönen Abend, ne? Dankeschön, adios. Was war denn, ich hab dich gestern vermisst. Was hast du vorgehabt? Ja, die Ausbildung gestern? Jeden Sonntag um 8 Uhr. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, es sind 2 Fahrzeuge und 5 Motorräder, die diese Fahrzeuge hier verfolgen. Darauf wollte ich gerade hinaus, was haben Sie gesagt? Also bis auf, dass hier 3 Streifenwagen vorgefahren sind, ist nichts Merkwürdiges vorgefallen. Was ist mit dem Kollegen, der da hinten noch steht? Da steht auch noch mal jemand. Ja, sie sind auf dem Osterwehr angelangt. Da ganz hinten, hinter dem Parkplatz. Ja, ich hatte... Ich glaube, der steht einfach... Hast du den gesehen? Nein, den habe ich gerade schon gesehen, wo wir mit den 2 Jungs gesprochen haben. Also gleich läuft er weg. Kann ich mir vorstellen. Was du nicht? Ich war einfach zuerst da. Nee, du warst nicht zu lang. Ja, die Fahrzeuge sind jetzt vom Highway abgefahren, südlich dieses Diner. Nördlich dieses Diner, südlich vom Paleto, in diesem komischen kleinen Kreisel. Hast du einen Dachschein oder was? Hast du einen Dachschein? Dachschein? Ein Darfschein. Hallo. Ja, hab ich. Darf ich den mal sehen? Ja, ah, wow. Ja, rennt weg. Ihr sagt doch, der entspannt hier nur bei einer Zigarette. Lass den mal. Ah, gut, okay. Gut, dann oh, lass mal laufen, der ist dann nass. Guck mal, wie Hendrik läuft. Streifen hier oben in Paleto oder Anjan? Mal Streifen Paleto, schauen wir da mal hoch. Aber wir fahren mal eine große Runde, würde ich sagen. LS57 fährt mal hoch. Der LS60 wäre in der Nähe, in Sandy fährt, aber ich habe nicht vor, deswegen fährt die 35 gezogen. Der Cowboy sucht uns was, ich weiß nicht, was der macht, aber die anderen Personen, wenn wir auf der anderen Seite stehen, beobachten ihn. LS60 müsste halt dringend tanken, sonst könnten wir anfahren. Ja, wir müssen auch gleich dringend tanken. Das Ding hat halt Antrieb wie Sau und ist bergauf genauso schnell wie auf der Geraden. Aber die Endgeschwindigkeit ist halt nicht so berauschend, ne? Na, schade. So 175, 180 ist das höchste der Gefühle. Okay, na dann ist der eher so für die Innenstadt vielleicht, wo man viel, ja, viel, ja. Viel Kurzstrecken beschleunigt. Und vor allem für diese Racerstrecken ist der geil. Ja. Man muss zwar gefühlt vor jeder Kurve anhalten, ja, aber danach kannst du richtig gut aufschließen. Um, jetzt Stuhlkreis gebildet. Hast. Stuhlkreis? Hä? Ah, ich weiß nicht, ich hab's nicht verstanden. Ich hab jetzt Stuhlkreis. Da sind Kollegen.
Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal nach Palito hoch, würde ich sagen. Wir fahren einfach mal eine große Runde. Genau. Und dann nochmal Route 68 zurück. Ja. Oh. Ah, da ist jetzt, da brauchen wir Unterstützung, okay. Ja, Dennis. Das ist der Dispatch 2377, das ist 2376 hier. Heißt nicht, diese Person gebraucht. Okay. Wir machen kurz laden in Palido gleich. Die LS38 ist auch laden. Geht das schnell bei dem Ding wenigstens? So, die LS38 ja, aber der ist relativ zügig leer. Okay. Aber deswegen hat er auch nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit wahrscheinlich. Naja. War jetzt 177, ne? Ja. LS81.4. Was denn für ein Manöver? Welches? Karakara, der Kart. Auf dem Mittelstreifen. Ja, gibt es schon Streifen, die vor Ort sind, bei den Dispatch, mit dem Tracker Hill? Negativ. Nur der Erdogan. Okay, was ist da genau vorgefallen? Er streift hier drüben in diesem Kreisel. Vorgefallen, die wurden. Wo mein Dispatch gesichtet sind, hierher gefahren. Ich kann nicht sagen, warum die Dispatches gesendet worden sind. Aus Paleto, Küste, oben. Ah, okay, man weiß das nicht, na gut. Ja, dann fahren wir auch mal zum. Sollen wir auch mal zu dem R1 zur Unterstützung? Ja, zumindest mal in. Ich will hier mal kurz reinschauen. Hier vorne, ja. Die LS07 für den Mirrorpark an, bräuchte eine Verstärkungseinheit. Ah, übrigens war er gerade. Ja. Ah, okay, da sind schon einige. Die Biker hier. Oh shit. LS 07 vor Ort, drei Fahrzeuge und jetzt wahrscheinlich auch genügend Flüchten. Ein weißer Revolter, ein schwarzer Revolter und ein schwarzer Zutan Classic. Wir verfolgen den weißen Revolter. Wir fahren in Richtung Süden im Mirror Park, direkt im Wohngebiet. Folgen wir erstmal der Straße, biegen wir in Richtung Norden ab, Richtung Irish Lake. Hier biegen wir in Richtung Süden ab, nun in Richtung Sam. Hallo. Wir passieren gleich den Dickerstor. Die anderen beiden Fahrzeuge verfolgen uns. Ich soll nicht sagen, wir waren halt so, die hatten hinten keine Fenster und so zwei Türen. Und dann sind die da gefühlt mit 8 Mann, die so ein Clowns-Auto sind, die da ausgestiegen. Wow. haben die voll geräumt und dann sind die wieder abgehauen. Zur Info, im Moment ist Tenner in einem Langanlaufzeit. Ich glaube, wir sind die Fenster zu viel. Ja. Lass uns mal weiterfahren. Später. 07 habt ihr einen Standort, letzter Dispatch. Außerdem spüre ich meine Kuh sinken, wenn die alte redet. Kalakaua funkt gerade nicht. Ich übernehme, aber wir sind gerade beim Schwarzen im Süden immer noch weitere Leute, werden immer noch bei schwarzen Fahrzeugen verfolgt. Der hat uns das gerade schon unterschwellig gedroht, der aus dem Revolver. Sind wir jetzt bei Ring of Fire auf der Kreuzung angekommen? Wir fahren da weiter Richtung Nordwesten. Unterschwellige Drohung Richtung Polizei. Weiter im Schwarzen Süden, fahren Strawberry vorbei, gleich beim Mosey's vorbei. Schwarzen Westen aktuell, sind wir jetzt bei der Mason Arena angekommen. Ah, da haben wir auch ein paar Dispatches offen. Unterboden, da wird das Licht ausgemacht. Ja, das ist eine von der Verfolgung wahrscheinlich. Die Highway auf Schwarzen Westen weiter. Von der Mason Arena weg, hinter den Kopfplätzen hier lang, Richtung Highway und fährt dann auf die Highway-Auffahrt drauf, Richtung Osten ist das hier, glaube ich, auch für der Dispatch. So, folgen dem Highway auch erstmal weiter in Richtung Norden, das ist ein bisschen schwer, hier fahren uns Punkte gleichzeitig, steht auf dem Highway, fahrt Richtung wieder Süden, immer noch die zwei Fahrzeuge hinter uns. Wechselt auf die Gegenfahrbahn, fährt dann wieder vom Highway ab, wo wir gerade eben drauf gefahren sind und fährt dann im Flughafen. Hafengebiet weiter und fährt wieder auf den Highway drauf. Also jetzt müsste das so, Höhe Hafen sein ungefähr. Im Gegenverkehr aktuell. Wir müssen nochmal einen Kurs nachladen, das nützt nichts. Fackelkreuzung Boden drücken. Warte ich mal aktuell Norden.
Dreht dann und nimmt die Abfahrt. Nimmt nicht die Abfahrt bei den Todesgründen, fährt weiter in Richtung Norden, gleich Höhe Rotes Parkhaus. Bräuchte mal langsam eine Streife, mein Arm wird lahm. immer noch Rotes Parkhaus, fahrt Richtung Norden. Fährt immer noch weiter in Richtung Norden, wird jetzt ein bisschen langsamer, nimmt die Abfahrt in Fahrtrichtung Westen, wo er lang will. Ja, er bleibt auf dem Highway. Und? Vor mir, ich übernehme, damit du deinen Arm entspannen kannst. Fahren weiter jetzt in den Intercity Highway Richtung Westen. Sind immer noch auf dem Intercity Highway, immer noch Richtung Westen unterwegs, wird langsamer. Fährt ab, sind nun am bunten Parkhaus, nähe Park. Fährt südlich am bunten Parkhaus. Sind gleich Vespucci PD. Jetzt fahren wir am Vespucci PD Richtung Osten. Gleich Little Tokyo. Immer noch östlich unterwegs, nun Little Tokyo fahren südlich, fahren Richtung China-Denkmal, nun am China-Denkmal, fahren Richtung Osten, sind nun in Richtung Norden unterwegs, gleich Little Tokyo, fährt bei Little Tokyo Richtung Osten billig. Wieder, sind gleich an der Galerie, 39 Cent die Kilowattstunde. An der Galerie weiter Richtung Osten, fahren an der Galerie südlich Richtung Rotes Parkhaus, und am Roten Parkhaus weiter Richtung Süden. Jetzt Wheel News Richtung Westen. Jetzt Wheel News Richtung Norden. Und gleich wieder an der Galerie weiter Richtung Norden. Fährt auf die Y-Kreuzung zu. Fährt an der Y-Kreuzung Richtung Osten. Gleich am Rockford Plaza. Nun im alten Krankenhaus in der Nebenstraße Richtung Norden. Richtung Norden. Normal, Verkehr ob wir die irgendwie unterwegs einholen können. Ja. Ja, es war dann zum alten LSD-Gebäude vorbei, abgebogen Richtung Osten. Das, beim Rockford Plaza, aber wieder nach Süden abgebogen. Schauen wir mal, wo wir denn gekommen.